So, es ist soweit. Das Sammeln beginnt wieder von vorne. Der erste Stempel. Ich habe einmal hier 5 Superbälle abzuholen. Und einmal eine Pokémon-Begegnung. Ich meine, da müsste Rosana rauskommen. Denn das war das gleiche, was da auch noch steht. Nämlich fange 5 Abra oder Traumato. Und ja, wir machen einfach das hier so. Himbeere und Superball. Weil ich möchte, dass das Rosana schnell drin bleibt. Ich glaube, der ist auch wieder nicht gut. Ich weiß immer noch nicht, was 100er da ist, aber ist ja auch egal. Ich kann ja bewerten und dann sehe ich ja, ob es 100 ist und dann merke ich mir die Bewertung fürs nächste Mal. Aber so oft werde ich kein Rosana mehr holen, denn bald ist ja schon der 13. und dann kommen keine vermehrten Psycho-Pokémon mehr und er kann nur ja, KP mit 15 haben. Ansonsten eher ein schlechtes Exemplar, aber trotzdem erstmal behalten. So, jetzt kann ich den zweiten Stempel abholen und es besteht die Möglichkeit, einen Rosana zu erhalten, denn ich muss wieder 5 Abras oder Traumatus fangen. Genau, hier ist Rosana, damit es schnell geht. Ich weiß nicht, ob der gut ist, werde ich auch später offscreen bewerten. Himbeere und den letzten Superball, den ich habe, damit es, wie gesagt, schnell geht. Großartig getroffen, damit er ja drin bleibt, damit das schnell erledigt ist und ich auch wieder die nächste Quest abschließen kann. Nämlich fangen 10 Psycho-Pokémon, Rosana sind Psycho-Pokémon, genau, erledigt. 10.000 Sternstaub, den kann ich auch noch kurz im Video abholen, dann seht ihr das nochmal kurz. Und dann drehe ich den Pokéstop noch offscreen für eine neue Aufgabe. So, den dritten Stempel. Da gibt es wieder das gleiche Pokémon, was ich euch schon häufig gezeigt habe, nämlich ein Rosana. Ihr seht es auch schon, ich habe schon die Quest schon wieder angefangen, weil, ja, wie es am häufigsten, ich bin froh, wenn die vorbei sind, damit ich euch endlich wieder was anderes zeigen kann. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich schon überhaupt ein gutes habe. Ne, der Kollege wird sehr wahrscheinlich schlecht sein. Wir werden dann mal einen meiner letzten Superbälle werfen für Rosana. Und die Himbeere habe ich ja schon geworfen bereits, damit der ja schnell drin bleibt. Weil für Rosana möchte ich nicht so viele Bälle verschwenden. Aber ich nehme es halt einfach mit, weil es einfach eine einfache Quest ist. Und ich will ja auch irgendwann mal die 1000 voll haben. Und wenn ich die 1000 erreicht habe, werde ich das natürlich auch im Video zeigen. Moveset wäre ja schon mal eigentlich ganz solide. Aber ist ein schlechter, wie gesagt, kann ich gerne verschicken. Da habe ich genug von. Also weg mit dir. So, der vierte Stempel wird gut heute, denn ich kann zwei seltene Pokémon abholen. Aber erstmal 500 Sternstaub. Hat mir extra alles mal aufgehoben gestern fürs Video jetzt heute. Einmal irgendwie, glaube ich, hier ein Dratini, wenn ich das jetzt richtig angeklickt habe. Genau. Das fange ich natürlich mit Sananaberge. Bei mir ist es leider kein Shiny. Ich habe gehört, andere hatten schon Glück aus der Quest und haben Shiny bekommen. Aber okay. Man kann nicht immer Glück haben. Dratini ist trotzdem selten und gut. Nehmen wir natürlich, wie gesagt, mit der Sananabeere mit. Und ja, mit Critical Catch gefangen. Sehr schön, macht keine Probleme. Und das andere seltene Pokémon, was ich erhalten habe, das seht ihr gleich. KP, Verteidigung. Okay, ist wenigstens ein gutes, aber kein perfektes. Das andere seltene Pokémon, was ich gefunden habe, die Quest, die soll ja noch seltener sein als die von Dratini, ist mit Tausche ein Pokémon und dafür gibt es Barschwa. Und den Kollegen nehmen wir natürlich auch mit der Sananabeere gerne mit, weil ja, der auch selten ist. Und der rutscht rüber, dass ich den nicht fangen kann. Und jetzt wackelt er. Perfekt, Barschwa. Ärger mich bloß nicht mehr weiter, denn ich will dich ja fangen. Genau, jetzt habe ich den Ball getroffen. Zwei Bälle verworfen für Barschwa. Passiert schon mal. Unkonzentriertheit. Aber im ersten Wurf, der trifft drin. Die Bewertung will ich auch noch kurz abchecken. Und ihr seht ja, ich habe da nicht so viele Bonbons und der ist leider schlecht. Also verschicke ich diesen Kollegen weg mit dir, Barschwa. So, es ist an der Zeit, den nächsten Stempel abzuholen. Das ist mittlerweile schon wieder der fünfte Stempel. Ich habe hier einmal zwei Hyperbälle und einmal ein Carpador, damit es nicht langweilig wird. Fangen wir noch schnell das Carpador. Glaube ich zumindest, dass es ein Carpador war. Fange 10 Pokémon, genau, Carpador. Nehmen wir natürlich wie immer gerne die Sananabeere, um das zu fangen. Pokéball und ja, typischerweise wieder mein Fail, da ich im ersten Versuch es nicht treffe. Auch der zweite Versuch wird schlecht. Und der dritte klappt. Gut, das ist schon mal schön. Carpador gefangen. Hoffentlich, dass er drin bleibt. Genau. Und somit habe ich jetzt meinen fünften Stempel. Update habe ich auch. Aber Generation 4 ist aktuell noch nicht draußen. Mal gucken. Vielleicht die Tage. Bewertung ist relativ okay für das Carpador. Also erstmal behalten.
So, es ist in der Zeit, den sechsten Stempel abzuholen. Noch einmal stempeln, dann kann ich wieder Suicune fangen und hier einmal drei Himbeeren und einmal ein weiteres Dratini abholen. Die Quest habe ich oft bekommen. Mir gehen langsam die Bonbons aus. Ich kann bald keine Wasser-Pokémon mehr entwickeln. Und leider immer noch kein Shiny. Ich weiß immer noch nicht, ob es gut ist. Einer meiner letzten Bananabeeren verwenden. Und natürlich den Superball, damit sie ja schnell drin bleibt. Und dann gucken wir mal, was ich morgen für weitere Aufgaben bekomme. Und ich weiß nicht, warum das manchmal so komisch bei mir ist mit dem Werfen in letzter Zeit. Manchmal ist es total verbuggt und der Ball, obwohl ich gar nicht dahin ziele, fliegt dahin. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ansonsten, ja, treffe ich es ja gut. Das Dratini war sogar auch der dritte Fang des Tages, also die Serie, und gibt nochmal schön Sternstaub. Die Bewertung ist leider schlecht, also kommst du auch wieder weg, denn ich brauche die Bonbons verschicken, ja. So, es ist mal wieder soweit, den letzten Stempel abholen, um dann den Forschungsdurchbruch abzuschließen. Ich bin echt gespannt, was hier für ein Pokémon rauskommt, denn es war, verdiene ein Bonbon mit deinem Buddy. Ich weiß aber nicht, was rauskommt aktuell. Es wird ein Octillery, okay. Ich glaube, die Quest hatte ich jetzt noch nicht. Ich habe nichts, was ich benutzen kann an Bären. Ich habe keine Himbeeren mehr, leider alle aufgebraucht. Und typischerweise, wie immer, vermassel ich den ersten Ball, treffe aber den zweiten Ball einfach großartig. Und das ist gut, denn der sollte hoffentlich drin bleiben. Octillery habe ich theoretisch gesehen noch keinen guten. Und ja, er bringt Sternstaub, ein bisschen Erfahrungspunkte und Bonbons. Aber Bonbons brauche ich nicht. Es ist einer, der gut bewertet ist, aber nicht perfekt. Und jetzt hole ich mein Suicune ab, genau. Und mal gucken. 2000 Sternstaub, 20 Pokébälle und 3000 Erfahrungspunkte. Und jetzt kommt die Begegnung mit Suicune. Wir werden auf jeden Fall die Sananabeere werfen und hoffen, dass der drin bleibt. Ich habe das Gefühl, der wird immer schlechter, ne? Ich habe keine Ahnung, was gut ist, aber trotzdem. Ich glaube, es ist kein guter. Der war schlecht, der Wurf, aber wenn er drin bleibt, in den ersten Versuchen wäre es natürlich sehr gut und sehr schön. Ja, er bleibt sogar im ersten Versuch drin. Bewertung kann man auch abchecken, aber ich glaube, meiner Meinung nach ist das kein guter. Wir schauen mal kurz die Bewertung gemeinsam an. Ne, ist kein guter, schade. Aber ich habe ja noch einen Versuch, vielleicht wird er dann ja gut.